Okay, also hier ist wieder Gudrun von der Jahreshauptversammlung der BVDQ und jetzt habe ich hier Sonja stehen. Ja, hallo. Sonja ist ja schon ewig, ewig und immer dabei und ist jetzt seit einigen Jahren als Geschäftsführerin sehr entscheidend für alles, was wir hier machen und die wichtigste überhaupt. Jetzt haben wir aber gerade gehört, dass Sonja jetzt in Rente geht. Das ist ja irgendwie völlig unvorstellbar. Stimmt das? Also ich leite die Geschäftsstelle oder das Büro seit 2004, das sind jetzt 15 Jahre. Und ich habe mir gedacht, es müssen auch mal andere Leute ran und der Verein wächst weiter. Und ich will das nicht bis zu meinem Lebensende machen und ich möchte gerne einen schönen Übergang finden und damit helfen, dass praktisch die Spur, die gelegt wurde, dass das weiterverfolgt wird und dass jetzt mal andere Leute dran sind. Und ich bin weiter für den Verein da. Ich werde auch die Zertifizierung weiter betreuen. Da habe ich viel Erfahrung und die stelle ich auch dem Verein zur Verfügung. Und werde auch bei dem Übergang jetzt für die neuen Kolleginnen da zur Verfügung stehen. Und ja, das ist es. Ja, jetzt wird die Geschäftsstelle neu organisiert. Ja. Wie soll denn das vonstatten gehen? Wie habt ihr euch das gedacht? Ja, also es ist jetzt so gedacht, dass man ja, wenn so ein Wechsel ansteht, man kann nicht eine Person einfach ersetzen, ne, weil ich habe halt viel Erfahrung im Verein, auch im Vorstand ja lange mitgearbeitet. Und deshalb denken wir, wir haben so gesagt, das Wichtigste ist, dass die ganze Verwaltung gut läuft und da werden jetzt Leute eingearbeitet und dass dann auch viel zum Teil ehrenamtlich gemacht wird und in Honorartätigkeit. Damit haben wir schon angefangen, dass eben auch die Susanne Heinbach als Supporterin für die zentrale Prüfstelle die Anlaufstelle ist und vermittelt. Also das ist ehrenamtliche Arbeit, aber auch die zum Teil honoriert wird. Und so wird es so verschiedene andere Sachen geben, denke ich, die erwachsen, wie du zum Beispiel mit deiner Idee, wie heißt das, Creation Lab? Co-Creation Lab. Co-Creation Lab ist ja auch eine so etwas, was praktisch, wo wir eben auch neuen Geist irgendwie auch reinbringen wollen. Ja. Und es gibt aber auch wieder jemand, der das hauptamtlich machen wird? Ja, das ist die Gabriele, die ist ja heute auch mit dabei. Ich denke, die kannst du auch noch fragen. Die wird praktisch das gesamte, ja, ganze gesamte Datenbank führen und alles, was eben wichtig ist, damit so ein Verein gut läuft. Ne, die ist praktisch für den Vorstand die erste Ansprechperson. Und dann gibt es noch eine Susanne Kunert, die habe ich schon eingearbeitet. Die macht das, was die Daniela Urban bisher gemacht hat. Also die ist also mit grundlegenden Sachen, wird die betraut, also so Zuarbeit und so wird es dann laufen. Dann versuche ich mal, Gabriele noch zu bewegen, hier vor der Kamera was zu erzählen. Mhm. Mal gespannt, ob wir die noch kennenlernen können heute. Jetzt erstmal, also ich mache mir ja schon große Sorgen, wie das weitergeht, weil es geht ja nicht nur um Buchführung und solche Sachen, sondern auch um all die vielen Jahre, in denen du die Netzwerkerin warst überhaupt. Also ach, ich habe das Netzwerk kennengelernt über Sonja und ich hoffe mal, dass du als Netzwerkerin erhalten bleibst, auch wenn du die Geschäftsstelle nicht mehr führst und dann kann man ja Zukunft Tai Chi machen anstatt Organ. Genau, das machen wir. Okay. Danke, Sonja. Danke.